Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Eagle Dynasty. Der dicke Igel aus Hack. Wir haben ja im letzten Video, waren wir ja in diesem Dorf. Warum waren wir nochmal hier? Achso, um eine Quest abzugeben. Stimmt. Okay, und jetzt wollte ich nochmal gucken, ob wir hier eventuell Leute haben, die bei uns mitmachen wollen. Ich weiß gar nicht, wo das Camp hier ist. Wo ist das Camp? Da drüben, auf der anderen Flussseite. Schön. Gucken wir nochmal durch die Leute. Vielleicht haben die ja noch was. Ist das hier drüben? Gehört das noch mit zum Dorf? Ich glaube ja. Oh, das sieht krass verbarrikadiert aus. Können wir sowas hier eigentlich auch bauen? Hier ist ein Händler. Bei dem kann ich mein Fleisch loswerden. Achso, übrigens noch. Let's go. Ja. Hat er vergessen. 20 Leder. Hätte ich jetzt auch Dings draus machen können, aber scheiß drauf. Ihr wisst, was Dings ist. Ihr wisst doch, was ich meine. So, was würden wir eigentlich tun? Neue Leute uns anlachen, ne? Vorher nochmal bitte die Verwaltung auf. Ich will sehen, was wir brauchen. So, ganz wichtig ist, dass wir jetzt wieder bauen können. Das heißt, wir brauchen 2 Leute mit Gewinnung für die Holzschalen. Er hat 3 in Gewinnung. Ah, okay, sie auch. Okay, da haben wir schon mal ein Pärchen. Er ist 24. Und sie ist 23. Top. Perfekt. Ihr heiratet. Haben wir für die noch ein Haus? Ich glaube nämlich nicht. Einfaches Haus, doch. Er meint's fertiggestellt? Wo ist denn das? Einfaches Haus. Ach, das! Stimmt, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Bei den Schafen. Ah, sehr gut. Da haben die auch einen sehr kurzen Arbeitsweg, um im Holzschuppen zu arbeiten. Top. Schon wieder unbewusst nachgedacht. Perfekt. Perfekt ist das Haus für euch. So. Und du auch in den Holzschuppen, bitte. Sehr gut. So, was brauchen wir noch? Jetzt sind wir gerade am Einkaufen, ne? Häuser können wir immer noch bauen. Aber was brauchen wir noch? Wir könnten jemanden in der in der Kräuterhütte brauchen. Könnten wir da wirklich jemanden brauchen? Ich glaube erstmal nicht. In der Jagdhütte eventuell. Da haben wir gerade nur einen. Ansonsten fühle ich den Rest noch nicht so wirklich. Jagdhütte. Hat hier einer von euch Bock zu jagen? Alle drei habt ihr eine 1 in Jagen. Alles klar, gut, dann nicht. Dann halt nicht. Dann reite ich zurück. Reicht mir auch erstmal. Wir haben jetzt 2 Leute und der Holzschuppen. Die beiden Holzschuppen sollten jetzt sehr viel effizienter arbeiten. Na gut, was heißt sehr viel effizienter? Die haben halt alle beide nur eine 3 in Gewinnung. Da geht auf jeden Fall mehr. Aber wir reiten erstmal zurück. Und ich sollte was trinken. Das machen wir im Sumpf. Schön Sumpfwasser. Geil. Freue mich drauf. Oh, ich muss akut was trinken. Okay, dann gleich hier vorne an der Brücke. Wo müssen wir lang? Piastovia, hier. Dort längs. Hat der Typ eigentlich was zu verkaufen? Ich will den mal sprechen. Diesen Verrückten. Der hier alleine wohnt. Wo ist denn der? Ich hab grad eine Tür gehört. Hallo. Digga, hier liegt einfach eine Ziege. Hier liegt einfach eine tote Ziege.
mich eigentlich komplett verarschen? How can I help you? Bim bam bum. Alter, was ist mit ihm? Guck doch mal, wie der aussieht, Alter. Der ist verrückt. Lebst du hier? Scheiß Bären in den Wald. Scheißen Bären in den Wald, mein Freund. Verdammt, ja, ich lebe hier. Ich bin der König des Sumpfs. Hase. Heul. Hä? Ich traue mich nicht, das Thema weiter zu vertiefen. Womit verdienst du dein Geld? Ich erschaffe Honigtörtchen. Oh ja, ich bin ein Künstler. Und dieses Land ist meine Leinwand. Ich tauche meinen Pinsel in den Sumpf. Den ganzen Tag lang. So ist das, Hase. Okay. Gibt es eine Überzeugung für das, was du gerade gesagt hast? Keine Ahnung, mein Freund. Meine Arbeit ist so frisch, sie hat keinen Namen. Ich befinde mich irgendwo zwischen einem Kräuterkundler und einem verdammten Gott. Okay. Also brauchst du Tränke und solche Dinge? Tränke, Mittelchen, Tinkturen, Stärkungsmittel, jedes Gebräu, von dem du nur träumen kannst. Schweinelippe. Er hat mich beleidigt. Du machst mir Angst und faszinierst mich gleichermaßen. Hast du irgendwas Interessantes gesehen? Willst du mich verarschen? Was hier ist nicht interessant. Siehst du diesen Busch? Da habe ich einen toten Dachs gefunden. Und den Baum? Ich habe ihn angepinkelt. Und diesen Felsen? Warte, dieser Felsen war vorher nicht da. Hast du ihn vorhin schon gesehen? Sag es mir. Kannst du diesen Felsen? Was, kennst du diesen Felsen? Kennst du ihn? Der Felsen hat dich geschickt, oder? Was wollt ihr von mir? Okay, alles klar, gut. Ich gehe, Mann. Darfst hier weiter was auch immer tun. Theoretisch könnte ich den richtig gut bestehlen, ne? Hat er irgendwas? Ich glaube, ich klaue dem alles. Aber der hat nicht wirklich was Gutes, ne? Liegen überall Weinflaschen rum. Könnte seine Ziege häuten, aber ich glaube, die ist noch wichtig für irgendwas. Du hast auch krass Löcher in den Dächern, ne? Also, da würde ich mal gucken. Obwohl, also, weißt du überhaupt, wie viel Stroh kostet? So, wo muss ich eigentlich lang? Jetzt ist es dunkel. Muss ich wieder auf meine Karte schauen. Ne, da vorne ist ein Wegweiser. So. Ja, Stovia. Achso, ich würde gerade sagen, was macht ihr eigentlich nachts und lauft hier rum? Aber ihr seid meine Dorfbewohner, ihr seid auf dem Weg zu eurem Haus. Ist okay, ihr dürft das. Ich beschütze euch nicht vor dem Irren. Kommt klar mit ihm. Piastovia, hier lang. Ich habe auch wieder keine Fackel dabei, ne? Aber da sind wir wieder bei dem Thema, Stroh ist teuer. Stroh haben wir nicht. Oh, da ist endlich Zivilisation. Schön. Lauf gleich links hier dran vorbei, weil ich will ja zu meinem Kaff. So, ab ins Bett. Wir müssen schlafen. Ist auch bald wieder Herbst, ne? Da brauchen wir dann sowieso wieder mehr Holz, um Feuerholz zu machen. Damit meine Leute nicht frieren. Oh, und es pisst. Schön. So, gucken wir uns mal die Felder an. Kurz vorm Herbst ist ja mal kritisch. Ich glaube, wir müssen... müssen wir nicht Weizen auch gleich aussehen? Wann wird Weizen gesät? Vergesst das immer. Wenn ich nicht ein Säckchen dabei hätte... Also das Säckchen ist wirklich gut. Weil da kann man immer gucken. Frühling bis Herbst. Weizenkorn. Herbst bis Sommer. Achso, wir sind jetzt in der Herbst bis Sommer Rotation drin. Also müssen wir das erst in der nächsten Jahreszeit sehen. Verstehe. Gut. Aber gedüngt werden kann es schon. Und es wird auch gedüngt. Sehr gut. Wobei mir wieder einfällt, dass wir auch wieder Dünger machen müssten. Ja, das werden wir gleich mal tun.
Also Schafe halten sich wirklich zurück mit Kaki, ne? Da kommt nicht so viel Kaki raus. Wir müssen noch mal gucken. Borderlich Schere. Hat euch noch niemand geschert? Oder läuft das mit der Wolle? So. Frage an die Leute, die sehr gerne Kommentare schreiben. Läuft das mit der Wolle ähnlich wie mit dem Dung? Das heißt, generiert der Schuppen einfach so Wolle? Egal wie viel Wolle auf den Schafen ist. Und ich kann zusätzlich dazu immer noch mal selber die Schere in die Hand nehmen und ein bisschen schnippeln. Oder wie läuft das? Das kann ich mir jetzt nur so vorstellen, dass es ähnlich läuft wie mit dem Kaki. Eigentlich könnte ich die Stute verkaufen schon. Weil wir haben ja eigentlich eine neue. Das ist die neue, ne? Und die alte könnten wir jetzt verkaufen für 1450. Dann machen wir das doch. Neues Level in Diplomatie. Stimmt, Alter. Also so Tiere verkaufen ist auch ultra worth, um Diplomatie zu skillen. Das ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert, dass ich ein Level Up in Diplomatie habe beim Verkaufen von Tieren. So, gucken wir gleich mal, was wir da leveln können. Wir haben noch, also Diplomatiekenntnisse müssten wir eigentlich auch mal leveln. Dass wir einfach mehr Erfahrung gewinnen. Hätten wir eigentlich gleich machen, auf 3 setzen sollen. Jetzt habe ich es auf 3 und beim nächsten Mal dann wieder den zäher Verhandlungspartner. Da kriegen wir wieder 30% bessere Verkaufs- und Einkaufspreise. Ja. Aber diese Beziehung mit dem König spielt auf der Map irgendwie gar keine Rolle, oder? Also bis jetzt kam noch kein Herold und wollte irgendwie, dass wir Quests für den König machen. Auf der anderen Map hat man das ja irgendwann dann. Aber hier kam es bis jetzt noch nicht vor. Ihr könnt ja mir mal in die Kommentare schreiben, an die Leute, die schon weiter sind als ich. Kommt das noch oder nicht? Oh, Alter. Was ist denn das schon wieder für eine Levelabfolge? Neues Level in Landwirtschaft. Gerade eben bekommen durch durch Dünger machen. Sag mal, Stufe 8. Wir haben 2 Skillpunkte. Wilde Jagd. Schneller reiten. Finde ich cool. Zuckerbrot und Peitsche. Kann mehr tragen. Fühle ich nicht so. Talentierter Erntehelfer. Oh ja, das müssen wir skillen. Talentierter Erntehelfer müssen wir skillen. Hey, top. Schön. Wir haben wieder 43 Dünger gemacht. Hauen wir hier rein. Dünger. Ja. Okay, okay. Also es geht langsam zurück, ne? Es wird gerade viel gedüngt und so. Aber so soll es ja auch sein. Ist ja auch Sommer. Haben die sich ja auch verdient zu düngen. So. Einfaches Säckchen. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob wir jetzt auch schon Wolle haben. Wie Wolle. Ja, wir haben 17 Wolle tatsächlich. Also die Schafe haben schon was gebracht. Ich guck mal kurz in die Verwaltung rein. Wie sieht's denn da aus bei den Schafen? Perch. pro Tag. Ach so. Hier. Na gut. Wahrscheinlich, weil das stärkt dann mit der Anzahl an Schafen, die wir haben, also die ausgewachsen sind. Oh, Wollgarn? Müssen wir erst freischalten. Okay. Oh, das ist aber teuer. Nur 2 Wollgarn raus. Okay, da müssen wir eine Weile warten, bis wir tatsächlich so viel Wolle haben, dass wir damit gut arbeiten können. Wollstoff. Ja komm, ich mach 2-mal Wollstoff. Ich will mal wissen, für wie viel können wir den verkaufen? Ist das worth, den zu verkaufen? Macht das Sinn?
Wo haben wir denn den Wollstoff? 120. Für einmal Wollstoff. Ja, doch. Das kann man gut verkaufen, das Zeug. Top. Pures Gold wächst da an den Schafen. Dann frage ich mich, wie viel Wolle... Ich gehe da jetzt hin und schere die selber. Wie viel Wolle kriege ich da raus? Bronzeschere. Gib mir mal eine. Und dann legen wir die mal auf die 8. Und jetzt gehe ich da rüber und rasiere die jetzt schön Seiten auf 0 und so. Oh, Entschuldigung. Ich werde diese scheiß Erkältung nicht los. Es nervt mich. Was ist mit dir? Geh doch rein. Warte mal, haben wir hier irgendwie... Alter! Guckt euch das an. Das kleine Schaf blockiert die Tür, damit der Typ nicht reinkommt und die Eltern rasiert. Was? Man kommt jetzt nicht rein, weil dieses Schaf davor steht. Kann doch nicht euer Ernst sein. Warte mal, kann ich von dem Fass auf meinen Mitarbeiter springen? Und von dem dann... Probieren wir jetzt. Ist jetzt ein Jump'n'Run geworden. Ich habe leider einen Zaun gebaut, mit dem ich nicht ins Gehege komme. Ich komme jetzt nicht ins Gehege, weil da der Babbo uns die Tür versperrt. Du kommst hier nicht rein und so. Oh, doch. Ah, jetzt hast du uns reingelassen, ne? Dankeschön. So, jetzt schere ich mal deine Mutter. Ich weiß nicht, ob das deine Mutter ist, aber ich schere sie jetzt einfach. 6 Wolle. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Krass. Also wir brauchen mehr Schafe. Also, wenn die zwei Lämmchen groß sind, brauchen wir definitiv noch mehr Schafe. Macht ja fast schon Sinn, dann noch einen Schafstall hinzubauen, wenn wir genug, also wenn die sich erstmal reproduziert haben, dann noch einen Schafstall hinzubauen, um hier in dem Gehege noch mehr Schafe zu halten. Ich glaube, das macht Sinn. Außer wenn ihr wieder hier die Tür zuhaltet, ey. Machen wir mal gleich aus der Wolle, die wir geerntet haben, Wollstoff. Wie viel hat ein so ein Schaf gekostet? Das war schon viel, ne? Wir müssen, glaube ich, auf die nächste Jahreszeit warten. Dann könnte ich diesen Plan vielleicht noch umsetzen. Dass wir jetzt einfach Full Stack auf Schafe gehen. Da könnten wir uns eigentlich überlegen, wenn wir jetzt einen soliden Flow an Wolle haben, dass wir hier jemanden einstellen, der einfach daraus schon Wollgarn spinnt. Die ganze Zeit. Der halt nichts anderes macht, als Wollgarn spinnt. Und eventuell dann in der Verbindung mit der Scheune, dass wir dann, wenn wir Flachs haben, Flachsheime herstellen und hier wieder Flachsgarn. Wisst ihr, was ich meine? Theoretisch könnten wir diese Produktionskette hochziehen. Dafür hätten wir eigentlich alles, außer jemanden, der in der Nähstube arbeitet. Aber wir haben ja auch Fundamente für Häuser, wir haben Potenzial. Wir haben sogar 2 Leute in der Schmiede. Das müssen nicht unbedingt 2 sein. Da könnte eine in der Nähstube arbeiten. Das können wir eigentlich jetzt schon mal machen. Komm. So. Gucken wir mal. Schmiede. Haben beide 4. Ist top. Geno Wefer. Die nehme ich jetzt einfach. Geno Wefer. Ja. Du arbeitest jetzt drüben im Nähschuppen. Und im Nähschuppen sagen wir jetzt einfach mal Wollgarn. Leinengarn
30%. Und ich würde jetzt erstmal davon absehen, schon Wollstoff zu machen. Ich glaube, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich kann mir ja auf 50% gehen, ne? Lassen wir erstmal nur den Garn herstellen. So. Wir haben nämlich schon wieder... Wir haben Flachs nämlich erst geerntet. Dann dresche ich das nochmal schnell. Und dann hat sie auch gleich Mats, um zu arbeiten. Sowohl Wolle als auch Flachs. Theoretisch könnte ich jetzt in der Scheune auch schon sagen, okay, dresch das Zeug weg. Aber... Ich warte. Ich möchte da noch jemanden einstellen, der das macht. Ich möchte jetzt erstmal nicht weg vom Dünger gehen. Weißt du, was ich meine? So. Weizen. Haben wir alles geerntet an Weizen? Weil dann dresche ich jetzt. Ja, haben wir. Da wird nur noch gedüngt und umgegraben. Sehr gut. Immer wieder sehr viel Stroh. Stroh ist teuer. Und sehr viel Weizenkorn. Top. Trocken haben wir nichts. Noch nicht die Saison dafür. Ja. Läuft. Okay. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir jetzt vorm Herbst, bevor wir Schafe kaufen, einfach noch einen zweiten Schafstall hier daneben setzen. Dafür baue ich hier einfach mal den Zaun ab. Langsam kommt unser Bronzehammer an seine Grenzen, ne? Okay. Baue ich einfach noch ein Pferdchen. Direkt ans Wasser. Und natürlich setzen wir auch wieder den Zaun hin, damit hier niemand ausbricht. Schön, dass er da noch zwei Elemente hingemacht hat. Ich dachte, er bleibt bei einem. Das hätte doof ausgesehen, glaube ich. Die kann man auch super verbinden. Durch diese Holzflöcke sieht das jetzt so aus, als ob ich den mit einmal durchgezogen habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, das sieht... Ist wirklich gut geworden. Haben wir im Gehege selber genug Steine, um das zu bauen? Sieht gut aus hier. Und viele Steine. Erstmal nur, um das Fundament zu bauen. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja eigentlich den Holzschuppen jetzt genug Zeit gelassen, neue Sachen herzustellen. Ein Stein fehlt mir. Haben wir hier noch einen Stein im Gehege? Hallo. Da drüben. Zwei sogar. Okay. Gucken wir mal, was das Holzreservoir sagt. 230 Holzstämme. Ja, geht doch. Es geht doch. Okay. Restlichen Stämme machen wir zu Brettern. Damit wir den Zaun ziehen können. Und dann brauchen wir nur noch ein paar Stöcke. Und meine Dorfbewohner sind wieder durstig. Also werden wir gleich nochmal Wassereimer füllen. Machen wir hier den Arbeitsplatz frei, mein Freund. Ich hoffe, kein Schaf ist entkommen. Ein paar Stücke. Naja, es sind nicht viele. Aber die dürften reichen. Die werden halt auch hart verbrannt. Von der Schmiede, ne? Brauchen viele Stöcke. Nur noch ein bisschen Stroh und dann haben wir es. Ach so, dann brauchen wir ja auch einen zweiten Dude, ne? Der kann sich ja hier nicht um zwei Schuppen kümmern. Brauchen dann noch jemand mit Landwirtschaft, der sich auskennt. Ah, Leute, hier habe ich die Holzstämme vergessen. Okay, gut, 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 gut. Zwei Holzstämme noch. So, schön. Weiter Schafstall. Würde ich feiern, wenn die Beine voll mit Schafe sind und dann hier sehr viel, also eine sehr hohe Dichte an Schafen ist, ist dann zwar wieder Haltungsstufe 1, aber ihr wisst, was ich meine. Also dann, ich glaube, es wird cool aussehen. Wenn ihr dauernd irgendwas mäht, die Leute, die
die jetzt hier im Holzschuppen arbeiten, die werden es mir nicht danken, die hier vorne gerade eingezogen sind, aber scheiß drauf. Jetzt machen wir erstmal was zu trinken. Schön wieder Wasser aus dem Brunnen saufen. Aber die machen das zurzeit schon oft leer, ne? 21 Eimer Wasser schaffen die in so zwei Jahreszeiten, oder? Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt deutlich öfter hier an den Brunnen muss. Oh, neues Level in Gewinnung. Alter, ist wirklich die Levelfolge. So. Ich glaube, das macht jetzt Sinn. Du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50% des Materials zurück. Ich glaube, das macht Sinn. Level das. Wir haben extrem viel Material verschwendet schon, weil wir das noch nicht genutzt hatten. Aber jetzt, ich glaube, es macht jetzt Sinn. So langsam sollten wir mal was fürs Abreißen wiederbekommen. Jetzt, wo wir in der Ressourcenknappheit sind hier. Also mal über das Lebensmittellager mal so drüber schauen, macht auch Sinn, ne? Wir haben ultra viele Eier. Ultra viel. Wir haben ultra viel Kohl. Krass. Aber zurzeit keine Kohlsuppen, ne? Wir können mal das ganze Verdorbene nehmen. Und daraus auch nochmal Dünger herstellen. 5 Dünger. Schon mal gesagt, ne? Also Verdorbenes braucht ihr echt viel, um daraus Dünger zu machen. Weiß nicht, ob sich das so lohnt. Ich kenne, also einige haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie Verdorbenes nutzen und erst letztens hat jemand geschrieben irgendwie, dass er da so viel Dünger draus macht aus den ganzen Beeren und so. Ja, es macht ja auch Sinn, aber trotzdem skeptisch. Ich mach das lieber irgendwie über die Schweine. Mach da lieber aus Kacki-Dünger. Näherei hat kein Material, ja, Vulgan. Mit die Wolle, ne? Ja, die kommt nur slow und steady rein. Naja. Aber hier, Düngen vom Weizenfeld, sieht doch gut aus. Läuft. Ich würde jetzt mal langsam anfangen, wieder Holz zu wasten. Weil wir haben ja eigentlich genug. Wir haben ja eigentlich genug, ne? 220 Holzstämme. Um einfach da vorne die Baustellen weiter zu bearbeiten, um dann eventuell jemanden einzustellen, der für die Schafe da ist, der noch in der Scheune mitarbeitet. Ich glaube, wir haben genug Ressourcen, um die drei Häuser zu bauen. Stein könnte vielleicht ein bisschen wenig im Lager sein. Wie viel Stein haben wir gerade? 21. Oha. Ja, das ist die Schmiede, ne? Die Schmiede verbrennt gerade so viel Stein. Aber dann gehen wir halt einfach nochmal in die Mine und sammeln selber Stein. Das geht ja recht flott. Okay, an Holz haben wir jetzt alles. Also bauen noch ein paar Bretter. Das können wir vielleicht auch gleich noch machen. Und dann Stein natürlich. Natürlich wieder eine Folge, wo ich so viel baue. Nicht so viel laber. Könnte sein, dass sie wieder ein bisschen kürzer wird. 20 Bretter brauchen wir für ein so ein Feld vom großen Haus, ne? Krass. Im kleinen Haus sind es nur 12 Bretter pro Feld. Naja, ist ja auch kleiner, ne? Muss ja auch ein Unterschied sein. So, aber wir gehen erstmal in den Herbst. Wir gehen erstmal schlafen. Es ist dunkel. Niemand sieht was. So, es ist Herbst. Wir gucken gleich mal in die Verwaltung.
Wir haben ein einfaches kleines Haus oben auf der anderen Seite des Wasserfalls, die ich eigentlich abreißen wollte. Da haben wir wahrscheinlich ein Loch im Dach. So, im Grabungsschuppen haben wir auch ein Loch im Dach wahrscheinlich oder in der Wand oder so. Pelzschuppen haben wir Loch im Dach, Schweinestall haben wir Loch. Wie sieht's aus mit den Leuten ohne Job? Da haben wir wieder Wislava, die ist wieder frei und kann irgendwo eingesetzt werden, wo wir Dingsgewinnung brauchen. So, in dem Grabungsschuppen haben wir nur Leute, die haben eine 3 in... Ah, guck mal hier, Boguslav können wir rausholen. Der hat nämlich auch Landwirtschaft. Den können wir rausholen da. Okay. Den können wir Boguslav jetzt sagen, du arbeitest bitte in der Scheune. Schön. Haben wir schon mal ein bisschen was geschoben? Top. Und es regnet immer noch. Alter, gib mir das auf den Sack. So, wir brauchen Stroh und Stöcke, um die Sachen zu reparieren. Stöcke könnten wieder schwierig werden. Ja, Stöcke haben wir nur 42 Stück. Dann nehme ich mal die Hälfte oder ja, 20 nehme ich mit. Hafer kann wieder geerntet werden. Schön. Wie sieht es jetzt hier beim Mohn aus? Mohn ist grau und eklig geworden, aber kann jetzt gesenzt werden. Na top. Sehr gut. Kohl hat auch alles geklappt, obwohl wir ja Kohl haben wir genug. So, gehen wir mal auf die andere Seite des Flusses. Gucken, was hier noch repariert werden muss. Der Schweinestall, ich sehe es schon. Auch schon wieder übelst zugeschissen, die Bude hier. Nehme ich euch gleich mal was ab. Das ist übrigens diskriminierend, dass nur das männliche Schwein dreckig am Po ist. Und die weiblichen sehen aus wie geleckt. Oh, das klingt auch wieder falsch. Nee, ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. Die sehen sauber aus, würde ich sagen. Mhm. Ja. Will hier niemandem etwas unterstellen, ne? Also. Der Typ, der hier im Schweinestall arbeitet, der hat bestimmt eine saubere Weste. Was das angeht. So, was hatten wir noch? Das Haus da oben, ne? Ja. Ich guck nochmal schnell, ob es noch Kaki bei den Schafen gibt. Es gibt auf jeden Fall mehr Schafe. Ja, ein weibliches und ein männliches Lamm. Ja, schön. Top, top. Bei den Pferden gibt es keinen Zuwachs, bei den Schweinen auch nicht. Also, gebt euch mal Mühe, Schweine. Ihr habt schon lange keine Jungen mehr bekommen. Bei den Hähnen können wir 2 verkaufen. Machen wirklich wenig Kacki. Die Schafe. Das kann auch daran liegen, dass es erst hier ausgewachsene sind. Ach so. Ja, wir müssen das Haus da oben noch reparieren. Kommt der jetzt von da hier runter? Kommt der? Die kommen da alle runter. Okay, vielleicht lasse ich die Häuser da oben trotzdem. Also, mich hat bis jetzt immer gestört, dass die halt den langen Weg gelaufen sind. Aber so wie es aussieht, haben die einen kurzen Weg gefunden. Pathfinding hat geklappt. Aber es ist trotzdem unschön, hier hoch zu kraxeln. Bin noch nicht so richtig überzeugt. Hier haben wir auch Strohdächer? Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Jetzt müsste eigentlich in der Verwaltung bei den Häusern kein Haus mehr kaputt sein. Nee. Sehr gut. Achso, wir sollten ja nochmal in die Mine gehen und ein bisschen was abbauen. Am besten Zinnerz, weil das ist das Einzige, was wir jetzt nicht automatisiert abbauen. Überhaupt, ich muss mal gucken kurz in die Verwaltung. Der Grabungsschuppen, der Kupfer fördert. Wo ist der? Der hier, ne? Brauchen kein Kupfer mehr, Alter. Wir haben so viel Kupfer. Ich meine, das ist der Grabungsschuppen, der 9 Gewinnung hat. Mach mal lieber Steine.
40% oder machen wir mal 70%. 70% Steine und 30% Kupfer. Das reicht. Okay, das war's auch schon wieder. Meine Spitzhacke ist kaputt. Aber ich denke, dass wir eh erst in der nächsten Folge die Häuser fertig bauen können, weil wir schon wieder mit der Zeit am Ende der Folge sind. Ja, war eine erfolgreiche Folge. Ich habe gemerkt, dass Wollstoff sehr viel Geld einbringen könnte. Und dass das Ausbauen des Schafgeheges eigentlich sehr sinnvoll ist. Und das werden wir beim nächsten Mal auch tun. Beziehungsweise wir haben ja jetzt Herbst. Die Angebote im Flussdorf müssten an Schafen wieder aufgefüllt sein. Das heißt, wir können wieder Lämmer kaufen. Wir können wieder große Schafe kaufen. Und wir haben jetzt die Produktionskette mit dem Wollstoff und dem anderen Leinenstoff jetzt so ein bisschen aufgenommen in der Nähstube. Das heißt, wir haben da jetzt jemanden, der da drin arbeitet. Wir haben neue Mitarbeiter angeworben. Wir haben neue Häuser angefangen zu bauen, wo auch neue Menschen drin leben werden in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, das war's mit Mad Eagle für heute. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Lasst ein Like da und ein Abo wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.